Um einen Funkdatenlogger Testo 160 mit dem Einrichtungsassistenten zu konfigurieren, klicken Sie zunächst oberhalb der Menüleiste auf dieses Symbol. Der Einrichtungsassistent öffnet sich. Hier auf Funkdatenlogger über den Browser verbinden klicken. Anschließend gehen Sie wie folgt vor. Erstens den Funkdatenlogger über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer anschließen. Dabei darf die Ein- und Ausschalttaste an der linken Seite nicht gedrückt werden. Zweitens Netzwerknamen und Passwort Ihres WLANs eingeben. Drittens diese Information mit einem Rechtsklick im Logger speichern. Der Logger kann jetzt wieder entfernt werden. War die Konfiguration des Loggers erfolgreich, leuchtet die LED-Anzeige grün. Zum Schluss die erfolgreiche Einrichtung bestätigen und den Einrichtungsassistenten beenden.